Okay. Also nur weil ihr jetzt keine Gruppe habt, heißt das nicht, dass ihr jetzt irgendwie lange brauchen müsst, wenn ihr levelt. Auch wenn ihr irgendwas leveln wollt zum Season-Start in Diablo 3, das jetzt nicht unbedingt die besten Multiplayer hat, wie zum Beispiel das, was alle jetzt in der Meta spielen wollen, den Wizard. Wie kann ich im Solo möglichst in unter anderthalb Stunden sehr, sehr schnell, sehr, sehr effektiv den Wizard von Stufe 1 auf Stufe 70 leveln? Das Ganze auch, wenn möglich, hardcore-tauglich. Mein Name ist Keyo, ich bin Twitch-Streamer und Content-Creator und wer wissen will, wie das Ganze funktioniert, für den ist das Video. Okay, dann wollen wir einmal starten mit dem Guide. Nur als kleines Support vorweg, ich gehe jetzt davon aus, dass jeder die Basics von dem Game kennt. Ich werde jetzt aus Zeitgründen in dem Video natürlich nicht drauf eingehen, was kann man mit dem Cube machen oder muss ich erst den Story-Modus durchspielen, bevor ich den Abenteuer-Modus starten kann und so weiter. Also ich setze jetzt einfach mal die Basics für jeden, der das Video anschaut, voraus und werde das ganze Video, wenn wir einen neuen Hero erstellen, jetzt auch gleich in Hardcore spielen, um einfach den Leuten vorauszugreifen, die sich fragen, ja gut, das geht ja vielleicht in Softcore, aber geht das Ganze denn auch in Hardcore? Also ich werde das selbst auf meinem Twitch-Kanal, Twitch.tv, it's Keyo, da werde ich das Ganze streamen. Ich werde auch zum Season-Start das genauso spielen wie hier und werde dementsprechend das Ganze jetzt auch in Hardcore spielen, damit halt allen klar ist, dass es sowohl als auch für beide Seiten funktioniert. Also, wir nehmen eine Zauberin, Hardcore haben wir schon ausgewählt, nennen die irgendwie, erstellen uns einen Hero, wir gehen einmal auf den Abenteuermodus und schwer und starten das Spielen. Wir gehen nicht auf Profi, nicht auf Master. Ich sage auch gleich warum. Wenn wir hier drin gewesen sind im Game, gehen wir direkt wieder raus. Hat den Hintergrund, dass das Spiel einfach registrieren soll. Wir haben die Season gestartet mit einem neuen Charakter. Dann wenn wir jetzt hier das Herausforderungsportal Spiel starten drücken, dann wird nachher das, was wir hier bekommen, dem Charakter, den wir gerade erstellt haben, gut geschrieben. Also, das heißt, wir starten das. Gehen dann, wenn wir dementsprechend das abgeschlossen haben, wieder zurück hier auf Abenteuermodus. Schwer können wir so stehen lassen. Drücken auf Spiel starten und werden als allererstes alle Sachen, die wir bekommen haben, beziehungsweise dann die Kiste hier unten mit dem Briefumschlag nehmen, Inventar ausschütten, einmal alles aufsammeln. Wunderbar, sind mit Materialien versorgt. Dann klicken wir auf F1, nehmen Flügel, weil sie cool aussehen, weiteren Sinn hat es nicht. Und nehmen aber, das hat einen Sinn, einen Pet. Da soll für uns das Gold jetzt beim Leveln aufsammeln. Das macht natürlich Sinn. Dann laufen wir zum Templer, den heuern wir an und bei der Verzauberin gehen wir nur ins Inventar und nehmen den Decker weg. Warum mache ich das Ganze so? Nun, beim Cube holen soll der Templer noch mit dabei sein. Nachher, wenn wir leveln von Stufe 8, 9, 10, je nachdem, was wir dann sind, wenn wir einen Cube haben, bis 70, klicken wir rechts auf ihn drauf, auf Fortschicken. Wir wollen nicht, dass der Begleiter mit dabei ist, weil der Begleiter halt als wunderbare Eigenschaft, dass er sich so dämlich verhält, dass er jedes Mal, wenn ihr versucht, einen Massaker-Bonus aufrechtzuerhalten und die Mobs mit ums Herum zu kiten, bleibt er irgendwo stehen, stirbt oder sonst irgendwie was, sodass alle Mobs auf einem Haufen drumherum stehen bleiben, auf den draufprügeln und wir schaffen es nicht, weil sie so geil sind auf unserem Begleiter, diese Mobs weiter mit ins Level zu kiten. Deswegen schicken wir den nachher weg, aber jetzt zum Würfelholen wollen wir ihn dabei haben. Das heißt, wir klicken den einmal an und sehen 8,4. Mensch, das ist ja viel stärker als unsere Waffe, dementsprechend nehmen wir das. Aber wir können leider, weil er kein Zauberer ist, ihm nicht unsere Waffe geben. Aber siehe da, wir haben ja relativ lange Finger gehabt und uns erfolgreich von der Verzauberin den Dolch geklaut. Also kriegt er den Dolch. Ist so ein bisschen schwächer, aber damit kann der trotzdem gut arbeiten. Hier gucken wir, was wir kaufen können. Wir haben noch überhaupt kein Gear, das heißt, wir können ohne Probleme alles einmal einkaufen, ziehen uns das Ganze an und sparen uns den Schritt hier runter auf Stufe 1 zu diesem Händler. Der hat nämlich auch nichts wesentlich Besseres auf Stufe 1 zumindest. Aber später hat er definitiv bessere Sachen und zum Beispiel auch Ringe und Amulette. Was wir jetzt machen, nachdem wir das gemacht haben, ist, dass wir in Akt 3 gehen, Ruinen von Secheron, und holen uns hier den Cube. Ich werde das jetzt nicht machen, es wissen wahrscheinlich alle, dass es jedes Season dasselbe, wie das funktioniert. Nur als einen kleinen Tipp am Rande, was ihr machen könnt, und das solltet ihr definitiv tun, ist, wenn ihr den ersten Mob tötet, und das kann ich vielleicht noch schnell zeigen, ihr nehmt den ersten Mob und kitet den in eine größere Mobmenge rein, sodass die Level-Explosion, wenn ihr den ersten Gegner getötet habt, alle Mobs, die drumherum stehen, automatisch tötet.
dann kommen wir meistens immer so auf Stufe 3, 2, 3 bis 4, irgendwo sowas zwischendrin. Und haben natürlich gleich mal einen Level-Vorteil. Also, wir nehmen die jetzt mit. Haben jetzt hier nicht so sonderlich viele Mobs. Deswegen würden wir jetzt theoretisch weiterlaufen. Nehmen die Kollegen hier mal mit. Jetzt habe ich fast aus Versehen schon einmal hochgelevelt. Ja, das ist jetzt natürlich Vorführeffekt, ist ein bisschen blöd. Aber vom Prinzip her soll jetzt einfach klar sein, was ich meine. Dass wenn wir diese Level-Explosion bekommen, dass wir dann in einem Haufen drin stehen, wo jede Menge Mobs sind, das lässt alle anderen Mobs drumherum augenblicklich sterben und wir kriegen instant immer Stufe 3, Stufe 4 oder ähnliches und können erstmal zwei Stufen überspringen. Also das nur am Rande. Gut, haben wir das gemacht, gehen wir einmal aufs Spiel verlassen, aus dem Spiel raus und wieder ins Spiel rein. Hat folgenden Hintergrund, dass jetzt die Händler geupdatet sind und dementsprechend besseres Gear haben. Ist jetzt in meinem Fall, weil ich erst Stufe 2 bin, noch nicht der Fall. Aber ihr seid, wenn ihr den Cube habt, seid ihr ungefähr auf Stufe 3, Stufe 8 oder 9, sowas meistens um den Dreh herum. Und dann habt ihr hier sehr viel besseres Gear. Auch hier könnt ihr anderes Gear kaufen und ihr könnt auch hier runtergehen zum Händler. Ab Stufe 7 hat er hier einen extra Slot, da könnt ihr Ringe kaufen. Und auf genau demselben Slot könnt ihr auch draufdrücken und könnt ab Stufe 9 Amulette kaufen. Und unterschätzt das nicht, einen Ring mit erhöhtem Grundschaden um 2 bis 4 macht am Anfang extrem viel aus. Das ist wirklich sehr, sehr stark und solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Also, haben wir das getan? Wunderbar, können wir unseren Templer sagen, auf Wiedersehen, hat er sein Ding jetzt gemacht. Wir gehen in den ersten Akt. Geht übrigens auch im dritten oder vierten Akt, wo auch immer ihr wollt. Und laufen als allererstes hier rüber zum Handwerker und ding, 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 graden den ab, dass der Stufe 12 hat. Genau dasselbe machen wir hinten mit der Verzauberin, mit der Miriam, auch auf Stufe 12 upgraden. Kostet ein bisschen Gold, aber wir haben über 4 Millionen Gold bekommen von dem Herausforderungsportal, ist also überhaupt kein Problem. Was wir jetzt machen wollen, ist eine Waffe zu schmieden und wir nehmen den Dagger. Wir nehmen nicht, wie das manche sagen, dass das sinnvoll ist und ich sage auch gleich, warum das nicht sinnvoll ist. Aber was behauptet wird, man soll einen Stab nehmen und den upgraden als Multiplier zum Leveln. Oder man soll die Einhandwaffe von der Verzauberin nehmen, was in dem Fall, Verzauberin sage ich immer, von der Zauberin. Das ist die Einhandwaffe, man soll das nehmen. Das nehmen wir nicht und das hat nämlich auch einen Grund, warum wir das nicht nehmen. Wir denken jetzt schon mal 10 Schritte weiter, wenn wir die Levelerei abgeschlossen haben, Stufe 1 bis 70, dann bekommen wir durch die Season-Reise in Hedricks Gift als das Starter-Set Tal Rasher. Und Tal Rasher lässt sich nur ordentlich mit einer Skillung spielen und das ist Frozen Orb. Und es gibt nur zwei Waffen, die als Multiplier eine Frozen Orb-Skillung haben. Das ist dementsprechend einmal Zauberdorn als Decker und dann gibt es noch eine Einhandwaffe, die wir dann aber auf Stufe 70 uns dann craften bzw. finden wollen. Die tragen wir dann, wenn wir Tal Rasher, das komplette Set, anhaben, als Mainhand. Und als Offhand haben wir dann dementsprechend noch eine Nebenhand. Aber was wir haben wollen, ist der Zauberdorn, denn Zauberdorn ist später auch für das Tal Rasher Set weiterhin hier das, was wir brauchen im Cube, damit das Tal Rasher Set ordentlich funktioniert. Wenn wir also jetzt einen Dagger holen und können mit dem Leveln und können den nachher genauso gut nach dem Leveln weiterverwenden im Cube drinnen lassen und fürs Tal Rasher Set weiterverwenden, dann schlagen wir jetzt in dem Augenblick, wo wir den Dagger upgraden und hoffentlich Zauberdorn bekommen, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, das Beste, was wir machen können, ist den Dagger zu craften und den abzugraden. Übrigens, als Randinformation, alle Multiplier beim Wizard, alle, haben zwischen 30 und 35%, dass ihr einen Multiplier bekommt. Alle, egal was ihr macht, ob ihr einen Zweihandstab nehmt, einen Einhandstab oder den Decker. Mehr als 35%, bei einem Zweihandstab ist es glaube ich 30% bei dem Einhandstab und 33% bei dem Decker, da gibt es nämlich drei Möglichkeiten, was rauskommt, gibt es nicht. Es kann immer passieren, dass RNGesus nicht auf eurer Seite ist und ihr dann nicht das bekommt, was ihr haben möchtet zum Leveln.
In dem Fall müsst ihr natürlich dann beim Leveln nachher, seht ihr dann, müsst ihr dann mit der Stufe weiter runtergehen, weil ihr dementsprechend nicht die herausforderlichen Multiplier habt. Ich werde jetzt aber hingehen, werde den Decker craften, werde schauen, ob ich Zauberdorn bekomme. Falls das nicht der Fall ist, hole ich mir jetzt einfach zum Zeigen, wie das Ganze dann aussehen würde, wenn ich ihn denn hätte, nochmal einen Decker und crafte jetzt so lange, bis ich den bekomme, damit ich das jetzt zeigen kann. Also, das ist jetzt noch unser originaler Versuch. Gucken wir mal auf dem dritten Rezept, was wir bekommen. Wunderbar, wir bekommen Zauberdorn. Wenn das bei dem Season-Start genauso läuft wie jetzt, haben wir in dem Augenblick, wo wir Zauberdorn bekommen, mehr oder minder das Level schon abgeschlossen. Das ist das Wichtigste, was wir bekommen müssen, damit wir so leveln können, wie ich es jetzt gleich zeige. Demnach haben wir das bekommen. Juppie, super. Also wir gehen auf die erste Seite, machen Zauberdorn rein, transmutieren und können hier dann, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich das schon gemacht habe, aber wir können dann hier dann dementsprechend Zauberdorn auswählen. Was Zauberdorn jetzt macht, ist folgendes. Ich mache das mal schnell klein. Das ist ja dementsprechend jetzt nicht mehr da, wenn ich das gemacht hätte. Was Zauberdorn macht, ist jedes Mal, wenn ich einen Channeling-Spell irgendwo hinklicke, kommt in 25%iger Wahrscheinlichkeit ein Frozen Orb rausgeflogen und dieser Frozen Orb macht 350% auch noch mehr Schaden. Das Ding ist, dieser Frozen Orb ist in Stufe 52, 53, 55, sowas in dem Rum-Spell, der macht also schon relativ hohen Base-Damage. Der Base-Damage ist dann nochmal mal 350% multipliziert, also das heißt, der ist dann dementsprechend super, super stark und plättet alles, was da irgendwie durch die Gegend läuft, jetzt beim Leveln. Ist also das Allerbeste, was uns passieren kann. Was wir als nächstes machen möchten, ist zum Handwerker zu laufen und eine Stufe 70 Waffe zu craften. Und wir nehmen analog bei allen anderen Klassen immer genauso diejenige Zweihandwaffe, niemals Einhand, immer Zweihand, weil bei einer Zweihandwaffe der Base Damage sehr viel größer ist und es kommt beim Level nicht drauf an, welche Affixe da jetzt drauf sind und so weiter, was die Waffe sonst noch kann, sondern nur wie hoch der Base Damage ist. Der Multiplier ist bei uns im Cube. Wir wollen nur sehr hohen Durchschnittsschaden haben. Und das ist bei der Zauberin dementsprechend der Zweihandstab, Stufe 70, kostet wieder 15 gelbe Mats. Wo ich gerade dabei bin, gelbe Mats ist eine Sache, die müsst ihr im Blick behalten. Ihr bekommt, wenn ihr das Herausforderungsportal öffnet, die Truhe im Anschluss und in dieser Truhe sind 125 gelbe Mats drin. Diese 125 gelben Mats sind alles, was ihr habt. Und wenn die weg sind, dann könnt ihr nichts mehr upgraden, ihr könnt nicht mehr rollen und so weiter. Also ihr müsst da immer ein bisschen im Hinterkopf haben, wie viel ihr von den gelben Mats noch übrig habt. Ich kann das jetzt natürlich auf dem Chart nicht sehen, weil ich hier 30.000 Stück habe, aber ihr habt 125. Wir haben gerade eben einmal den Decker gecraftet, der hat gekostet 15. Das Upgraden unten kostet hier 50, das hier. Das heißt, das hat 65 bisher gekostet und einmal nochmal 15 für diese Waffe. Macht nach Adam Riese 80 von den gelben Dingern hätten wir jetzt schon weg. Das heißt, wir haben nur 45 übrig und müssen mit denen jetzt noch irgendwie hinkommen. Was wir haben möchten hier unten auf dem hier ist folgendes. Und zwar, wir wollen, das ist jetzt gerade ein Ausnahmefall, dass es so ist, wir wollen auf dem sekundären Effekt wollen wir immer, also bei dem sekundären Affixen da unten, wollen wir immer einen Crowd-Control-Effekt drauf haben. Es ist völlig egal, ob da unten 4 draufsteht, Blind, Slow, Freeze, Stun. Es ist völlig egal. Jeder Crowd-Control-Effekt da unten bei dem sekundären Affix ist hinreichend für das, was wir machen möchten. Und zwar, wir wollen Level Reduction auf diese Waffe draufrollen, sodass wir mit dieser Stufenreduzierung möglichst nah an Stufe 40 herankommen und somit ab Stufe 40 diese Waffe bis Stufe 70 schon tragen könnten. Schauen wir jetzt mal rein. Also wir haben hier unten dementsprechend den Crowd Control Effekt. Lustigerweise ist da jetzt schon eine Stufenreduzierung mit drauf. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Hier ist normalerweise immer, dass irgendwie, dass wir, keine Ahnung, Health Glow bekommen oder dass wir irgendwie Leben für irgendwas bekommen oder sowas. Also irgendein anderer Quatsch ist unten drauf. Wir gucken jetzt einmal rein und sehen, aha, wenn wir also einen Crowd-Control-Effekt auf dem sekundären Affix haben, dann ist immer der zweite sekundäre
Affix auf dieser Waffe derjenige, den wir rollen wollen. Also wir wollen nicht den Crowd Control rollen, sondern den zweiten sekundären Affix, der nicht Crowd Control Effekt, den wollen wir wegrollen für Stufenanforderungen. Jetzt gibt es noch die Ausnahme, und zwar sollten wir bei primär darüber hinaus auch noch, statt wo wir jetzt hier haben, Chance bei Treffern 17% Flächenschaden zu machen, hier hat ein Leben pro Treffer, dann würde sich hier oben das Leben pro getöteten Gegner, wenn wir das wegrollen, noch rauskürzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Stufenanforderungen jetzt beim Rollen bekommen, wäre noch höher. Das ist der Optimalfall. Hier unten bei sekundär Stufenanforderungen einmal einen Crowd-Control-Effekt und oben und oben Life on Hit. Was wir jetzt also machen ist, wir haben bis jetzt 80 Shards haben wir ausgegeben. Ich würde empfehlen, wir probieren jetzt nochmal 15 Shards auszugeben, um eine Waffe zu bekommen, die Life on Hit hat. Einfach genau deswegen, damit wir möglichst eine hohe Wahrscheinlichkeit bekommen, hier unten eine gute Stufenanforderung hinzubekommen. Also, schauen wir jetzt mal rein. Wir gehen wieder auf den Stab, craften uns noch ein. Jetzt haben wir dementsprechend gleich 95 gelbe Shards ausgegeben und nur noch 30 übrig. Wir gucken hier unten. Na gut, wir haben es wieder nicht bekommen. Jetzt können wir uns aussuchen. Wir probieren es jetzt noch einmal, live und hinten eine Waffe zu craften, oder wir probieren jetzt diese Waffe zu rollen. Das ist immer so eine Abwägungssache. Soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Mir ist das jetzt ein bisschen zu risky. Deswegen sage ich, obwohl, jetzt probieren wir es einfach mal aus. No risk, no fun. Also, das heißt, wenn wir jetzt nochmal craften von 95, hätten wir 110 und nur noch 15 gelbe Schatz übrig. Wir probieren es noch ein drittes Mal und sehen, aha, wunderbar. Es hat sich gelohnt, das Ganze zu machen. Wir haben hier Life on Hit. Wir haben noch 15 gelbe Shards übrig, um zu rollen. Wir sehen also mit Life on Hit und beim sekundären mit dem Crowd-Control-Effekt sollten wir jetzt dementsprechend, wenn wir den wieder nicht Crowd-Control-Effekt umrollen, nur eben diese 1:3 Möglichkeiten haben. Und glaubt mir bitte, wenn ich euch das sage, oder probiert es einfach selbst aus. Das macht einen riesen Unterschied, ob da 3 Möglichkeiten oder 4 Möglichkeiten sind. Also jetzt nicht denken, na gut, das ist halt eine Möglichkeit mehr. Wie schlimm wird es schon sein? Glaubt mir, hier hinten wird getrollt in dieser Ecke. Das ist wirklich echt furchtbar schlimm, hier hinten das zu rollen. Ist wirklich schwer. Also wir gehen jetzt hin, haben wie gesagt noch 15 gelbe Shards übrig. Gehen jetzt hin und rollen das Ganze hier einmal weg. Also jetzt haben wir 3 ausgegeben. 6 ausgegeben, wir nehmen es schon mal, 9 ausgegeben, 12 ausgegeben, 15 ausgegeben. Glücklicherweise noch Stufenanforderung 22 bekommen, das hätte jetzt auch nicht besser werden können, dann hätten wir dementsprechend bei 11 erst ab Stufe 59 die Waffe verwenden können. Glücklicherweise haben wir jetzt dementsprechend Stufe 48, das ist schon mal sehr viel besser. Und können dann diese Waffen hier unten eigentlich auch schon wegschmeißen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Anfang hier eine Waffe craftet und habt gleich von Anfang an eine Waffe, die Life on Hit hat, die einen Crowd-Control-Effekt hat, ihr geht jetzt da hoch und theoretisch nach einmal rollen, habt ihr hier schon minus 30 an Stufenanforderungen reduziert. Dann habt ihr natürlich dann noch 30 oder sowas oder 40 gelbe Materialien übrig. Was macht ihr dann mit diesen gelben Materialien? Ihr geht hin und nehmt euch dann dementsprechend hier für das Leveln, bis ihr diese Waffe nehmen könnt, noch mehr von diesen gelben Stäben. In meinem Fall würde das jetzt nicht gehen, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich hier was Gescheites gerollt bekommen habe. Aber ihr nehmt euch dann mit den letzten gelben Mats hier ein paar Stäbe und könnt ihr dann, sagen wir mal, wir haben jetzt vier Stäbe oder 5 Stäbe. Machen wir mal 5 Stäbe. Sagen, haben wir noch Mats übrig gehabt. Das sind so ungefähr 40 gelbe Shards. Wunderbar. Und dann können wir nämlich diese Waffen nachher dann ausrüsten. Was wir jetzt noch machen unbedingt, ist hier ein Transmog drauf. Das heißt, wir gehen hier hin und
verändern das Aussehen von dieser Waffe. Übrigens nicht ganz links, das ihr nehmt, das kostet 50.000. Das nehmt draußen nur 5, nebendran nur 500. Also ihr braucht da jetzt nicht einen besonders fancy Transmog draufknallen. Das bringt euch gar nichts, außer dass es mehr kostet. Warum machen wir das Ganze? Ganz einfach. Wir machen das, damit, wenn wir nachher gelbe Items haben und wollen die zerkleinern, dass wir die nicht aus Versehen hier draufklicken und kaputt machen. Dann wäre nämlich alles, was wir hier unten uns gecraftet haben, mühevoll, wäre dann weg. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Also wunderbar. Wir haben jetzt unseren Multiplier. Wir haben alle unsere Waffen. Jetzt haben wir noch 475 Bloodshards übrig. Was machen wir jetzt mit diesen 475 Bloodshards? Wir gehen zu Kadala und können uns was rollen, theoretisch. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt auch welche, die sagen, das würde man jetzt zum Beispiel machen, wenn man den Multiplier mit Zauberdorn hier nicht bekommen hätte. Wir warten mit allen Bloodshards, die wir haben, bis wir Stufe 33 sind. Und auf Stufe 33 aufwärts holen wir uns dann Offhands mit der Möglichkeit, es gibt zwei verschiedene. Einmal ist es eine Offhand, die bedingt, dass jeder Gegner eine Wahrscheinlichkeit hat, wenn er stirbt, eine Frost-Nova auslöst, beziehungsweise dass alle möglichen Gegner, die unter einem Blizzard-Effekt stehen, von einer Hydra mehr Schaden bekommen. Vergesst einfach, das zu spielen. Ihr könnt das theoretisch auch jetzt schon bekommen. Ich zeige es jetzt nur mal. Aber ihr macht das auf jeden Fall nicht, was ich jetzt mache. Das auf gar keinen Fall tun, ist die Bloodshots hierfür ausgeben. Ich möchte einfach nur zeigen, wie das Item aussieht. Das ist dieses Teil hier. Ihr seht, das könnt ihr jetzt theoretisch schon craften, aber dazu müsstet ihr dann Hydra und Blizzard spielen und das ist total clunky und funktioniert nicht so richtig und so weiter. Also das ist nichts. Wenn ihr also den Zauberdorn, so wie ich ihn jetzt halt bekommen habe, gleich am Anfang nicht bekommen hättet, dann geht ihr jetzt hin, wartet bis Stufe 33, levelt jetzt los und wartet bis Stufe 33 und holt euch dann hier Offhands. Also mysteriöse Kugel demnach. Glücklicherweise haben wir aber den Zauberdorn bekommen, also gehen wir hin und gucken, was können wir uns sonst noch holen. Wir holen uns keine Waffen, nichts hier drüben kostet viel zu viel, Amulette kostet noch mehr, das ist recht nicht. Schauen wir, was könnten wir uns hier holen. Das Beste, was es für einen Wizard gibt, hier zu holen, sind Ashnagas, das sind die Armschienen. Und nicht zu vergessen, wir haben 475 Bloodshards, das heißt, wir können genau 19 Mal etwas für 25 Bloodshards holen. Und wollen hier die Ashnagas, das ist eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Ihr könnt auf Stufe 1 nur diese Armschienen bekommen. Das heißt, wenn es ein Legendary ist, sind es zu 100% diese Armschienen. Und die wollen wir jetzt bekommen, weil dadurch werden unsere Schilde stärker ab Stufe 16, wenn wir das Item tragen können. Also wir haben jetzt zweimal geholt, das ist 3, 4. Beim vierten Mal haben wir es bekommen. Wunderbar. Das nächste, was wir machen, ist, wir holen uns den Helm und wollen gucken, dass wir Leorix Helm bekommen. Da können wir dann dementsprechend ein Steinchen reinmachen und alle Steinchen werden stärker dementsprechend durch Leorix Helm. Wir gucken, ob wir das auch bekommen. Also wir haben bis jetzt viermal was geholt. Das heißt, 19 Mal könnten wir, haben 15 Versuche übrig demnach. Also 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und theoretisch, wenn ich jetzt noch Bloodshards hätte, könnte ich theoretisch das noch zweimal machen. Ich habe wahrscheinlich mit unter 475 angefangen auf dem Account. Deswegen sind die jetzt hier gerade ausgegangen, blöderweise. Aber wenn ihr Leorix Helm bekommt, auch Stufe 16, könnt ihr das anziehen. Wenn ihr den ebenfalls bekommen habt, könnt ihr hier noch einen mysteriösen Ring holen. Und da gucken, dass ihr Leorix Siegelring bekommt. Da bekommt ihr nochmal mehr XP. Den könnt ihr einmal selbst tragen. Und wenn ihr den nicht mehr tragen wollt oder austauschen wollt während dem Leveln, dann geht ihr hin und bewahrt das auf. Denn wenn ihr Stufe 70 sind und unseren Follower equippen, dann können wir ihm den Ring geben und haben dadurch mehr XP, wenn wir dann später mal das Leveln und Season Reise und so weiter dann abgeschlossen haben. Also der ist in doppelter Hinsicht gut, dieser Ring. Wunderbar. Jetzt haben wir alles, um zu starten. Was machen wir also jetzt, nachdem wir alles haben? Wir haben Zauberdorn bekommen. Das ist ein sehr starker Multiplier. Wir können ohne Probleme auch in Hardcore, so wie ich jetzt gerade, in T2 gehen. Können das einmal starten. Und was wir jetzt machen,
ist immer dasselbe. Wir gehen in-game, gehen nach Chaldeum, also beziehungsweise gehen in den zweiten Akt und dann hier drüben auf Tempel der Erstgeborenen. Deswegen, weil wir hier durch diese kleinen Viecher, die hier die ganze Zeit rauskommen, können wir extrem große Massaker-Boni eben dementsprechend generieren. Und umso größer der Massaker-Bonus ist, ihr könnt es erreichen, dass ihr über 600er Massaker-Bonus in diesem Level erreicht. Auch mit der verfluchten Truhe, die immer auf dieser Map spawnt, könnt ihr eben dementsprechend extrem schnell leveln. Und ich zeige jetzt einfach mal dementsprechend, wie das geht. Und im Verlauf jetzt auch, welche Skills wir benutzen und. Also, wir laufen mal los. Wenn wir hier einen Ball durchschießen, seht ihr schon 42 Gegner getötet. Wir schauen, dass wir immer wieder Gegner hitten, damit wir hier den Massaker-Bonus nicht verlieren. Ich probiere einfach nur gerade hier noch an diese, an die Rüstung ranzukommen. Laufen wir weiter, weiterlaufen, weiter. Wir sind schon Stufe 4 und das, was dir eigentlich ein XP gibt, haben wir bis jetzt noch gar nicht bekommen. Jetzt läuft uns das Ganze hier aus. Aber ihr seht schon, wir sind schon Stufe 6. Laufen weiter. Normalerweise haben wir noch den Cube geholt. Das heißt, nachdem wir den Cube geholt hätten, theoretisch, haben wir ja schon Stufe 8 oder ähnliches. Sind schon sehr viel stärker. Können mal gucken, was das hier noch so bringt. Bringt jetzt nicht sonderlich viel, deswegen lassen wir das. Laufen hier mal weiter. Stehen jetzt hier blöderweise gerade ein bisschen gebackt zwischen den Leuten rum. Laufen weiter. Das ist, wenn ihr das erste Mal hier reinlauft, noch ein bisschen buggy, weil ihr so viele Stufen steigt, dass die Gegner unheimlich schnell viel stärker werden, weil sie natürlich mit eurem Level skalieren. Ihr müsst ein kleines bisschen aufpassen am Anfang, aber nur in dem allerersten Run, den ihr hier macht. Wir sind schon Stufe 8. Laufen hier weiter. Wir nehmen die Gegner hier drüben mal noch mit. Laufen hier weiter, weiter, weiter. Das wird hier alle töten. Hier laufen wir auch direkt weiter. Ihr seht, eine von diesen Frostfernen, das macht jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden. Deswegen, weil wie gesagt, weil wir so schnell leveln, dass wir, dass die Gegner extrem schnell mitleveln. Was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall hier gehen wir hin und wir nehmen auf nicht die Druckwelle, sondern wir nehmen auf jeden Fall Diamanthaut. Ich habe das bei mir immer auf der 1, deswegen will ich es auf der 1 auch lassen. Und die Frostnova. Diese Druckwelle macht nicht unbedingt viel Sinn. Wir lassen Froststahl drin, bis wir Desintegration bekommen. Und beim magischen Geschoss können wir eigentlich auch drin lassen, was wir wollen. Wir wollen auf jeden Fall nachher Stromschlag benutzen. Laufen wir weiter, gucken, ob wir noch schnell die Truhe finden. Wenn wir die denn haben sollten. Wunderbar, ansonsten wenn nicht. Was wir nicht machen, wenn wir das erste Mal hier reingehen, weil wir so schnell leveln und noch nicht alle Gearslots und keine Passiven, keine Schilde und nichts haben, ist, dass wir jetzt hingehen und gelbe, also Elite-Packs, platt machen. Das machen wir nicht. Wir machen keine Elite-Packs platt. Wenn wir einen bekommen, so wie den da hinten, gucken wir, was es für einer ist. Der ist jetzt relativ schwach und hat auch keinen Mörser. Demnach können wir den mal schnell wegrösten hier. Das ging ja jetzt relativ schnell. Es kann aber sein, dass der relativ stark ist. Und wenn er Mörser hat, kriegt ihr da super viel Damage rein. Dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Aber wie gerade eben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist nur beim ersten Run so. Das wird sich dann gleich legen. So, wir kiten die hier schön wieder weiter mit. Hervorragend. Immer schön wieder hitten, damit der Bonus aufrecht bleibt. Das ist jetzt unlucky, weil wir haben jetzt hier keine verfluchte Ruhe gehabt in dem Weg, den ich jetzt zumindest gelaufen bin. Vielleicht war es auch auf der Map. Ich bin nur falsch gelaufen, das kann auch sein. Aber nochmal zurückzulaufen, um zu gucken, das ist es nicht wert. Also, wir können das gerade einfach schon rausschmeißen. Das Zeug brauchen wir nicht mehr. Wir gehen wieder aus dem ganzen Game raus und wieder rein. Und das machen wir bis zum Ende. Komplett immer durchgehend.
Wir gehen immer aus dem Game raus, wenn wir einmal geklärt haben, und wieder rein. Sind wieder im dritten Akt und gehen als allererstes wieder zu den Händlern. Gucken, was sie haben. Wir sehen hier unten auch, ab Stufe 18 kriegen wir eine Waffe. Davor sind diese Waffen hier noch meistens immer besser. Ab Stufe 18 ist das, was wir hier unten haben, immer besser. Dann brauchen wir in diesem Tab nie mehr nachschauen, sondern immer nur bei der Rüstung, was es hier so gibt. Wir nehmen uns das mal noch mit. Hier haben wir noch 30,5 mehr, das nehmen wir auch. Wunderbar, das können wir nicht tragen. Hier haben wir noch das hier, das können wir auch gleich noch nehmen, wunderbar. Ein paar Tourenschuhe kriegen wir auch noch, sehr gut. Laufen wir hier rüber zu dem Händler, gucken als allererstes mal schnell hier durch. Die Schuhe sind gut und wie gesagt, ihr könnt alles kaufen, was es hier gibt. Gibt überhaupt keine Einschränkungen, weil ihr, wie gesagt, aus dem Herausforderungsportal habt ihr 4, irgendwas Millionen Gold. Das ist mehr als ausreichend. So, und jetzt gucken wir, was wir hier noch haben. Hier, 1x2x4, das macht extrem viel. 32,86 hoch auf 39. Wenn wir das jetzt hier noch zweimal anhätten auf den Ringen, hätten wir ja was, 60-70% Damage Increase. Also, es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gucken wir mal, hier haben wir 7 Int, das gibt wenigstens ein bisschen was an Damage. Brauchen wir nicht zwangsläufig, aber wir nehmen es trotzdem mal. Immer wenn wir zurücklaufen zum Wegpunkt, gucke ich noch schnell hier rein. Können wir irgendwie was Neues hier machen? Wir sehen hier unten Stufe 10, passive Unlock, wunderbar. Wir spielen Hardcore, also nehme ich in dem Fall Verschwimmen, weil wir damit Damage Reduction bekommen. Ansonsten ist alles gleich geblieben, Frostnova, wir haben hier nichts Neues. Hier nichts Neues, magisches Geschoss, auch nichts Neues. Los geht's. Wieder Akt 2 und wieder hier rüber. So. Jetzt sind wir nämlich schon ein bisschen tankier. Können zwischendrin, wenn wir mal ein bisschen zu viel Gegner haben, auch immer schön Frostnova draufschießen. Wir nehmen jetzt die Mobs hier mal mit. Ganz einfach deswegen. Ah, ich habe gedacht, jetzt kriegen wir vielleicht hier noch gerade schnell Gegner. Dann hätten wir nämlich den Massaker-Bonus aufrechterhalten können. Ist jetzt nicht der Fall, ist aber nicht weiter schlimm. Das ist dann auch ein bisschen dann von dem Level-Design abhängig. Wir laufen hier weiter. Immer wenn ihr das Gefühl habt, könnte ein bisschen eng werden. Ihr könntet vielleicht viel Schaden reinbekommen. Dann geht ihr hin und castet erstmal eine Frostnova. Dann sind alle Gegner gestunt. Wenn es noch gefährlicher wird, dann macht ihr eure Rüstung hier an, die hier, wo ich jetzt gerade angemacht habe. Und dann solltet ihr theoretisch zumindest mal nicht mehr viel Schaden reinbekommen. Wunderbar. So machen wir das die ganze Zeit jetzt weiter. Hier haben wir gerade noch einen Health Globe. Wunderbar, dann brauche ich schon mal keine Potion drücken. Gucken, dass wir das aufrechterhalten können. Wird uns nicht ganz reichen. Leider. Gucken wir noch schnell hier. Desintegration ist 21. Unsere Waffe war Stufe 13. Und spätestens, wenn wir unsere erste Waffe bekommen, dann geht die Post ab. Wir sehen, hier ist die verfluchte Truhe. Wir gucken jetzt mal drumherum, ob hier noch ein bisschen Gegner stehen. Manchmal stehen an diesen Treppen und so weiter hier noch jede Menge Gegner rum. Die kann man dann natürlich auch triggern. Es waren jetzt hier noch so ein paar von diesen kleinen Typen. Ist eigentlich weiter kein Problem. Und jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, ich bekomme hier ein bisschen arg viel Damage rein oder was auch immer, gar kein Problem, dann geht ihr hin. Und geht mit der Stufe auf Tier 1 runter, auf Profi runter, auf Master runter. Das, was auf jeden Fall für euch dann angenehm ist, das nehmt ihr dann. Und dann sind wir eigentlich auch good to go. Sollten jetzt mal hier diesen Health Globe noch essen. Weil diese Mercer-Heinis machen relativ viel Schaden am Anfang. Jetzt hier ganz wichtig, hier drüben sehen wir normalerweise noch so und so viele Sekunden hier drüben, bis das Ganze abläuft. Das ist schon abgelaufen, das heißt, wir probieren jetzt die Gegner, die noch übrig sind, hier ein bisschen zu triggern, damit wir möglichst lange den Massaker-Bonus aufrechterhalten können. Und wie ihr gesehen habt, wir haben immer noch 100. Das heißt, er ist noch nicht abgelaufen und hat funktioniert, diesen Bonus mitzunehmen. Wunderbar. Hier wird er uns jetzt auslaufen. Wir sehen aber hier hinten noch wunderbar, da sind noch mehr von diesen Käfern. Probieren wir gerade hier, diese Käfer noch alle mitzunehmen.
Hier haben wir auch lustigerweise noch eine goldene Truhe. Da war sogar noch ein Legendary drin. Na, hervorragend. Das nehmen wir doch auch gerade mit. Jetzt sind wir leider aufgestiegen. Das heißt, wir haben es verpasst, jetzt den Massaker-Bonus aufrechtzuerhalten. Und wir sehen, das Pack hier ist für meinen Geschmack zu stark, weil es Mörser hat. Und wir haben noch nicht unsere erste Waffe, die wir brauchen, damit wir die gut bekämpfen können hier. Hier müssen wir, das habe ich glaube ich Anfang schon mal gesagt, etwas vorsichtig sein. Bei den Mörser-Packs am Anfang, die sind relativ stark. Probiert es nicht, diese Mörser-Packs am Anfang, diese Mörser-Packs zu killen, weil die, wie gesagt, die sind viel zu stark. Wir können jetzt aber schnell zurückgehen. Wir haben schon relativ gut gelevelt hier. Hätten jetzt theoretisch noch die Truhe looten können. Ist jetzt nicht so arg wichtig. Wir bekommen jetzt oder so gleich viel besseres Gear wieder und immer besser und besser und besser und besser. Und gehen jetzt dementsprechend hier runter. Wir hatten noch keine Schultern, noch keine Armschienen gehabt. Wir können auch jetzt, weil wir Stufe 16 drüber hinaus sind, das hier anziehen, die Armschienen, die wir haben wollen. Wir gucken gerade mal noch hier das Legendary an. Das sollte auch sehr viel besser sein. Aha, wunderbar. Nehmen wir also auch. Hier, die Waffe ist auch besser, die wir hier bekommen haben, inklusive dem Helm. Hat alles angezogen. Und ab der nächsten Stufe können wir hier unten die Waffe tragen, werden dann sehr viel stärker und können ohne Probleme weiter leveln. Nehmen die Rüstung. Nehmen noch die Hosen hier mit. Die Schuhe sind auch gut. Gibt so ein bisschen weniger Damage. Aber ich glaube, Damage sind wir, glaube ich, momentan ganz gut ausgerüstet. Schauen wir mal bei dem Händler noch vorbei. Nehmen lieber den Stab, der gibt ein bisschen mehr Schaden. Und den Gürtel noch mit. Die Schuhe. Wunderbar. Ringe schnell gucken. Vita. Ist nichts, was wir haben wollen. Also weiter geht's. Wir gucken, wir können Stromschlag nehmen. Und Stromschlag wollen wir haben bis zum Ende mit Kettenblitz. Und hier wollen wir ab Stufe 21, wie gesagt, Desintegration haben. Diamantenhaut können wir hier Kristallhülle nehmen. Da kriegen wir ein bisschen mehr absorbieren. Frostnova ist Geschmackssache. Eisrüstung behalten wir so lange, bis wir Energierüstung mit Lebensrüstung und magische Waffe mit Abwehr haben. So lange können wir Eisrüstung behalten. Und hin und wieder können wir hier reinschauen, ob wir hier auch noch was ändern können. Wir nehmen übrigens die den Stromschlag, ganz einfach deswegen, wenn wir den Stromschlag machen und hätten hier einen Gegner und wir sagen, okay, wir haben noch eine halbe Sekunde, bis uns der Massaker-Bonus ausläuft. Wir laufen gerade irgendwo durch die Gegend und müssen ganz schnell einen Mob hitten. So, bumm. Dann seid ihr, wenn ihr diesen Schuss hier habt mit Stromschlag, immer direkt schon auf dem Target drauf. Das heißt, es vergeht keine Zeit, bis ein Projektil nach da hinten fliegt. Wenn ihr jetzt das magische Geschoss zum Beispiel nimmt, so, halbe Sekunde noch, dann kann es sein, dass währenddessen das Ding von hier nach da hinten fliegt, euch der Massaker-Bonus ausgeht. Das ist mir persönlich sehr, sehr oft schon passiert. Und dementsprechend würde ich immer den Stromschlag hier nehmen. Damit seid ihr auf jeden Fall besser gewappnet. Jetzt gehen wir wieder hin, haben eingekauft, wieder zurück in den zweiten Akt, wieder hier rein. Und wir machen auf E erstmal mal schnell unsere Rüstung an. Laufen hier weiter, wunderbar, Stufe 18. Gucken wir gerade mal, wir können diese Waffe hier verwenden von uns. Die ist nochmal stärker. Und ab jetzt sollten wir ohne Probleme hier damage-technisch alles blätten können. Und hin und wieder Stufe 19. Jetzt geht das relativ zuckig. Jetzt können wir wirklich mit Vollgas hier durchbrettern. Und können auch mehrere Schilder aufs Mal aktivieren und sowas. Das ist also, wie gesagt, jetzt kein Problem mehr. Jetzt hier mal hier rein. Hier haben wir noch einen Gegner, der ist nicht so geil. Deswegen gucken wir auch, dass wir den gleich als allererstes hier killen. Der hat nämlich darüber hinaus auch noch Arkan. Arkan ist etwas, das wollen wir beim Leveln überhaupt nicht haben, sowas. Aber seht ihr selbst, es geht Stufe nach Stufe nach Stufe nach Stufe. Und wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit stehen bleiben würde, um halt jetzt eben für dieses Video was zu erklären, ist ja auch Sinn und Zweck jetzt von diesem Video, dann würde das dementsprechend sehr viel schneller noch gehen. Nur jetzt mal zum Zeigen, also hier haben wir die ganze Zeit Mörser-Packs. Das ist auch genau das, was am gefährlichsten ist, was euch passieren kann, sind diese Mörser-Packs. Aber ihr seht, selbst die Packs hier, die weitaus am meisten Schaden machen.
sind überhaupt kein Problem mehr und wir spielen auf Qual 2. Also ist wirklich kein Problem mehr. Ihr könnt jederzeit ohne Probleme gegen diese Gegner hier antreten. Kein Problem. Wie gesagt, wenn ihr mal Damage reinbekommt, wir haben wieder ein Legendary bekommen, ist ja der Wahnsinn. Dann geht einfach hin, drückt euer Diamanthaut, drückt da einmal drauf, freeze die Gegner, dann könnt ihr literally die Gegner face tanken. Ohne Probleme. Wir haben jetzt gerade wieder einen Buff ab. Den Massaker-Bonus meine ich damit. Wir haben gerade den Massaker-Boni. Wir probieren das jetzt aufrecht zu erhalten. Einfach rein aus demonstrativen Zwecken jetzt. Gucken wir mal, dass wir hier durchlaufen. Die nur ein bisschen hitten. Weiterlaufen. Wieder nur ein bisschen hitten. Weiterlaufen. Wieder nur ein bisschen hitten. Wir hätten jetzt keine Cursed Chest. Hier geht es dann gleich wieder raus. Wir können aber hier definitiv noch ein bisschen diese Typen hier absahen. Und haben trotzdem hier einen einigermaßen gescheiten Massaker-Bonus. Nichts Weltbewegendes. Aber Stufe 22 und Stufe 23 direkt zweimal gelevelt. Wunderbar. Gehen direkt wieder aus dem Game raus. Gehen wieder ins Game rein. Spiel starten. Und können als allererstes direkt wieder in Akt 3 gehen, können unsere Sachen einkaufen. Gucken wir mal hier unten. Aha, wir können den nächsten Stab schon nehmen. Wunderbar, machen wir das doch direkt. Ab Stufe 26 können wir dann wieder einen neuen Stab nehmen. Wir gucken noch schnell das Legendary an, was wir bekommen haben. Ich mache das rein Interesse halber immer, ob das immer vielleicht doch ein bisschen besser ist oder nicht. Demnach ist es schlechter. Wie gesagt, das, was wir gecraftet haben, ist im Regelfall immer das Stärkste, egal was wir bekommen. Die anderen Sachen hier sind nicht so toll, also weg damit. Weg, 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 weg. Alles weg damit. Gucken wir schnell durch. Das hier ist sehr viel besser. Nehmen wir viel Zähigkeit. Das scheint besser zu sein. Das hier auch. Also laufen wir einmal rüber. Equippen beides. Verkaufen beides. Gucken gleich hier nochmal durch. Das ist besser. Das hier ist besser. Das ist besser. Nehmen wieder beides. Equippen, equippen, equippen. Geben diese Sachen hier weg. Das hier brauchen wir auch nicht. Gucken wir schnell hier durch, ob wir irgendwas bekommen, was gut ist. Nichts dabei, also laufen wir weiter. Jetzt können wir wieder, bevor wir dann hier reingehen, können wir noch gucken, hat sich hier wieder was geändert? Jawohl, wir können eine neue Passive wählen. Was wollen wir haben? Ich will hier Wunderkind haben. Das ist mir ein bisschen zu risky für Hardcore und das Cooldown Reduction und hier noch mehr Damage brauchen wir eigentlich nicht. Da habe ich lieber die ganze Zeit genügend Arkan. Gucken wir hier, Kettenblitz ist der Spell, den wollen wir bis zum Schluss behalten. Und hier drüben Desintegration und dann mit Konvergenz ab Stufe 26. Diesen Spell wollen wir genauso bis zum Schluss behalten. Kristallhülle können wir auch bis zum Ende behalten. Hier ist ein bisschen Geschmackssache, können wir auch genauso lassen. Hier nehmen wir jetzt als nächstes, statt Explosion, nehmen wir hier magische Waffe und wollen am Schluss dann hier Abwehr haben. Und beziehungsweise für die Eisrüstung wollen wir dann die Energierüstung mit Lebensrüstung haben, sobald wir es wählen können. Und damit sind wir eigentlich auch good to go. Gehen wir wieder direkt rein. 2, wieder darüber. Jetzt haben wir diesen Strahl hier und der hittet halt einfach auch Gegner, die noch hinten dran stehen. Ist also dementsprechend relativ gut. Wir werden am Anfang hier gleich mal schön unsere beiden defensiven Spells drücken, also die magische Waffe und unseren Schild, die Eisrüstung, und können hier relativ zügig weiter durchlaufen. Gucken, dass wir hier den Massaker-Bonus nicht verlieren. Hier geht es auch nicht weiter. Natürlich wieder ein bisschen unpraktisch. Jetzt haben wir den Massaker-Bonus erst noch verloren. Kein Problem, wir laufen hier weiter. Killen Mobs, killen Mobs, killen Mobs. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Hier mal wieder einen. Ach ne, nicht mal. Das ist ein Questgegner. Das ist halb so wild. Der ist kein Problem. Wunderbar. Nehmen dem schnell sein Zeug mit. Können hier noch schnell drauf drücken. Gucken wir mal, was hier noch so Schönes kommt. Gut. Alle Gegner mitnehmen. Hier oben. Und ihr seht, wenn man das dann einigermaßen dann halt
flüssig spielt, immer weiterlaufst, mal ein bisschen nach hinten schießt, damit der Bonus abbleibt, dann bekommt ihr hier unter Umständen auch immer was Ordentliches hin. Das ist wieder ein Pack, das nicht so obergeil ist. Da müsst ihr ein bisschen kiten, ein bisschen hin und her laufen. Und aber ansonsten, so schwer sind die Gegner jetzt einfach nicht mehr. So, jetzt nehmen wir dem sein Zeug noch schnell mit. Der hier ist leider auch gerade gestorben. Das heißt, uns wird der Massaker-Bonus wieder auslaufen hier. Ist aber jetzt nicht ganz so wild. Laufen hier weiter. Laufen weiter, 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 weiter. Hier rein. Und so spielt sich das die ganze Zeit. Nach jedem Run wieder rausgehen, zurück in die Stadt und wieder von vorne reingehen. Wir können übrigens wieder die nächste Waffe nehmen. Und spätestens, wenn ihr eure geupgradete 70er Waffe, also eure Waffe mit der Level Reduction drauf habt, in dem Fall, ich weiß gar nicht, was es bei mir war, 48, glaube ich. Ja, Abstufe 48. Dann könnt ihr instant, wenn ihr Stufe 48 seid und diese Waffe tragt, könnt ihr direkt Stufe, weiß nicht, Torment 4 bis Torment 6, könnt euch was raussuchen, was euch denn passt. Wenn ihr merkt, Mensch, ich bekomme Schaden, dann geht er wieder ein bisschen runter. Aber ansonsten könnt ihr direkt die Stufe erhöhen, weil ihr einfach so unfassbar stark seid, dass ihr da quasi durchfliegen könnt. Also, es ist wirklich absolut dann kein Problem mehr. Und wir nehmen jetzt hier gerade mal noch ein paar Sachen. Nehmen die beiden Sachen hier noch mit, gehen nochmal zum Händler, gucken hier. Crit Chance hatte drauf, wollen wir eigentlich nicht das ganze Zeug. Gucken nochmal schnell über die Rüstungen drüber. Aha, die Hosen sind ganz gut, das nehmen wir also noch mit. Hier hat er nichts außer der Helm, der scheint sehr, sehr gut zu sein. Also nehmen wir den Helm noch mit, wunderbar. Gucken schnell, Desintegration, Konvergenz können wir jetzt wählen. Das wollen wir bis zum Schluss beibehalten. Kettenblitz mit Stromschlag wollen wir bis zum Schluss beibehalten. Kristallhülle, Diamanthaut wollen wir bis zum Schluss beibehalten. Hier ist so ein bisschen Geschmackssache. Vielleicht können wir mal Zeit verlangsamen oder so probieren. Ich finde Frost Nova ganz angenehm, einfach wegen dem Stun, weil ich dann kein Damage mehr bekomme. Eisrüstung können wir unter kühlende Aura nehmen, wenn wir da Bock drauf haben. Müssen wir nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal. Magische Waffe können wir noch nichts. Und hier unten könnten wir theoretisch noch astrale Präsenz nehmen. Brauchen wir nicht. Wir warten, bis wir hier diese Sachen freigeschalten haben und laufen einfach mal weiter. Gehen wieder hier rüber in den Tempel. Wieder unsere beiden Buffs und Defensiven aktivieren und weiter geht's. Gucken gerade mal noch schnell. Ab Stufe 35 bekommen wir die nächste Waffe. Und das muss ausreichen. Wunderbar. Laufen wir hier noch schnell durch. Wir müssen noch relativ zügig hier unterwegs. Perfekt. Wir können hier immer schön die Gegner hitten, damit der Massaker-Bonus aufrechterhalten bleibt. Wir haben jetzt hier auch die Truhe. Gucken, wie gesagt, auf den Seiten noch ein bisschen, ob hier noch ein bisschen Gegner sind. Hier oben mal noch schnell ein bisschen drauf schießen. Und los geht's. Und so spielt sich das im Endeffekt. Und wenn ihr halt einfach relativ zügig unterwegs seid, könnt ihr hier echt so extrem schnell leveln. Mit Zauberdorn geht das natürlich dann dementsprechend schnell. Muss aber nicht der Fall sein. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Zauberdorn halt eben nicht bekommt. Dann müsst ihr hier mit der Stufe runtergehen. Es bleibt aber von der Skillung her analog genau dasselbe. Ihr werdet wieder Desintegration nehmen. Dann dementsprechend mit Desintegration hier weiterlaufen. Das ist immer der Spell, den ihr haben wollt. Ist einfach super stark. Nur, dass ihr dann dementsprechend kein Frost Orb rausbekommt, wenn ihr hier schießt,
sondern ihr bekommt, wenn ihr auf Stufe 33, wie ich am Anfang erklärt habe, die Offhand erfolgreich bekommt, dann würden hier Energy Twister dann kommen. Das wäre jetzt dann dementsprechend gleich der Fall. Auf Stufe 33 könnte ich das dann versuchen zu bekommen. Ab der Stufe ist das möglich. Genau. Und ihr seht ja die Stufen. Es dauert gerade eine Minute oder sowas, dann habt ihr wieder eine neue Stufe, neue Stufe, neue Stufe, neue Stufe. Wir sind jetzt hier gerade ein bisschen im Kreis gelaufen. Deswegen werde ich die jetzt hier noch schnell killen. Und dann gehe ich raus und neues Game. Perfekt. Und nochmal eine Stufe oben drauf. Also wie gesagt, so fliegt ihr dann halt einfach, wenn ihr das kontinuierlich schnell spielt. Von Level zu Level zu Level. Und spätestens, wenn ihr dann eure Stufe 45 Waffe, also Stufe 45, wenn ihr eure 70er Waffe mit der Level Reduction drauf anziehen könnt, dann könnt ihr das Ganze noch weiter anheben, indem ihr mit den Tormentstufen hochgeht und bekommt dann dreimal so viel Erfahrung auf T6 wie jetzt, glaube ich. Oder sind es dreieinhalbmal sogar so viel. Ich kann es gleich nachschauen. Und das war es dann im Grunde und Ganzen auch. Also im Großen und Ganzen ist das dieser ganze Prozess, den ihr macht. Immer wieder rausgehen, reingehen und immer wieder diese Viecher töten. Und dann seid ihr in 0, nix, seid ihr auf Stufe 70. Insgesamt dauert das Ganze im Optimalfall. Bei mir waren das 1 Stunde und 18 Minuten und ein paar zerquetschte noch. Wir haben jetzt das Tutorial 50 Minuten lang bisher. Sind immer zwischendrin stehen geblieben, haben erklärt, stehen geblieben und haben erklärt. Wir haben jetzt nur die Hälfte von den ganzen Stufen bisher. Heißt aber, dass wir ungefähr, sagen wir mal, 50-60% mehr haben könnten. So zwischen, ja, sagen wir mal 45 und 50. In dem Augenblick könnten wir jetzt die Waffe nehmen, die wir hier gecraftet haben. Und könnten die letzten 20-30 Stufen können wir quasi fliegen. Und das geht ohne Probleme in diesen 20 Minuten. Und dann seid ihr Stufe 70. Also es ist durchaus sehr gut möglich, hohe Stufen auch Hardcore-tauglich hier zu farmen. Es ist eben, wie gesagt, nur davon abhängig, ob ihr am Anfang ein gutes RNG habt und einen Multiplier bekommt. Wenn ihr jetzt den Zauberdorn nicht bekommen solltet, denkt dran, ab Stufe 33 erst die Bloodshards ausgeben. Mit den Bloodshards geht ihr dann zu Kadala und kauft euch hier mysteriöse Kugeln. Und schaut, dass ihr den Multiplier bekommt, der bewirkt dementsprechend dann, wenn ihr den habt. Ich kann mal schnell hier runter zum Cube gehen. Da habe ich den. Dann habt ihr hier statt dem Zauberdorn dementsprechend das hier drin. So, und hier seht ihr, wenn ihr Froststrahl, Desintegration oder Arkanflut am Channeln seid, also den Spell halt ausführt, dann bekommt ihr dementsprechend immer jede Sekunde, glaube ich, ist das, ein Energiewirbel, und dieser Energiewirbel hat 250% erhöhten Schaden. Also wenn ich jetzt das hier mache, seht ihr da vorne, kommen dann dementsprechend die Energiewirbel, auch immer da, wo der Mauszeiger ist, und die machen genauso viel Schaden. Also ob ihr dann nachher Frost Orb habt oder ob ihr das hier habt, ist völlig egal. Nur natürlich habt ihr dann bis zu dieser Stufe hier nicht im Multiplier, müsst mit der Stufe ein bisschen runtergehen, aber vom Prinzip her bleibt der Ablauf zum Leveln genau derselbe. Ihr braucht nur halt einfach etwas länger, was weiß ich, 20 Minuten oder sowas, bis ihr bei dieser Stufe seid. Dann habt ihr es halt nicht in der Stunde 18, sondern ihr habt es halt ein bisschen mehr über anderthalb Stunden. Ist immer noch sehr, sehr effektiv, sehr schnell. Und das ist im Großen und Ganzen auch schon alles. Wenn ihr das so beherzigt, das so spielt, dann könnt ihr ohne Probleme in die neue Season starten. Und ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Es wiederholt sich jetzt die ganze Zeit immer wieder aus dem Game rausgehen, wieder reingehen, rein, raus, immer wieder in Akt 2 gehen, immer wieder das gleiche Vorgehen, versuchen die Truhe zu haben, die Truhe zu aktivieren, Massaker-Bonus möglichst weit hochzuhalten und jedes Mal, wenn ihr mit diesem Level fertig seid, aus dem Spiel rauszugehen, neues Spiel zu öffnen und als allererstes in Akt 3 zu gehen, zu gucken, was gibt es bei den Händlern für neues Gear, gibt es für mich irgendwelche Upgrades, die ich kaufen könnte, wie zum Beispiel hier der Gürtel, und das dann kaufen und dann wieder von vorne und immer wieder dasselbe. Und noch als ein Tipp, wie gesagt, auf Stufe 48 könnte ich dann die Waffe tragen, die Stufe 70 Waffe. Ihr seht ja,
plus 2375% Damage. Das ist so extrem übertriebenermaßen viel. Da könnt ihr T6 ohne Probleme farmen. Aber ich würde euch wirklich raten, sobald ihr zwischen Stufe 55 und 56 dann angekommen seid, geht mit der Stufe wieder runter auf Richtung T4, T3 oder ähnliches. Denn das Problem ist, dass die Gegner in den letzten 15, 10 und dann vor allem den letzten 5 Stufen extrem viel an Stärke zugewinnen. Und ihr dann anfangt, ein bisschen squishy zu werden. Um dem zuvorzukommen, geht mit der Stufe ab Stufe 54, 55, 56, wenn ihr da seid, wieder runter mit der Stufe. Aber wie gesagt, bis zu dieser Stufe hin könnt ihr T6 voll draufknallen, gar kein Problem. Und dann in hoffentlich einer Stunde und 18 Minuten von 1 bis auf Stufe 70 leveln. Also, ich wünsche euch viel Erfolg. Good luck bei der nächsten Season. Wie gesagt, mein Name ist Keio. Ich bin Twitch-Streamer und Content-Creator. Es sind wie jedes Mal jetzt in meinen YouTube-Videos immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Wer irgendwelche Fragen hat oder ähnliches, soll jederzeit bitte gerne bei mir in meinem Channel vorbeischauen und auch gerne so zum zusammen rumhängen, vielleicht ein bisschen Spaß haben. Vielleicht kann ich auch von euch was lernen. Vielleicht habt ihr auch Anmerkungen zu dem Video, dann gerne damit in die Kommentare. Das hilft natürlich auch dem YouTube-Algorithmus ein bisschen, dass die Leute sehen, dass ich jetzt YouTube-Videos mache. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.